Wenn in Berlinchen die Sonne gerade hinter dem See verschwunden war, die Straßenlampen zu dimmen begannen, aus der Sporthalle das Dröhnen der Musik ertönte, spätestens dann wurde jedem klar, es ist wieder Erntefest in Berlinchen. Die Vorbereitungen sind immer das Schlimmste. Da wird geprobt, gebastelt oder lose für die Tombola gerollt. Viele fleißige Hände machen das, wovon im Nachhinein keiner mehr spricht. Ganz besonders muss man in diesem Jahr den Jugendlichen danken. Sie haben überall mit angepackt, wo es nur ging, ob beim Üben mit den Kleinsten oder beim Bemalen der Strohpuppe, die in diesem Jahr, wie ich fand, einen besonders schönen Platz vor der alten Schule gefunden hatte und viele neugierige Blicke auf sich zog. Erntefest von 6.9. bis 7.9.2002 mit Transvestie-Show. Was ist denn eine Transvestie-Show? Dieser Frage sind wir natürlich auf den Grund gegangen. Ich stelle mir darunter vor, dass es sehr interessant und schön und belustigend wird. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin mit so einem Milieu nicht bekannt. Also irgendwas Schlechtes jedenfalls. Wer dafür geschaffen ist, soll das machen? Ich gucke mir das mal erstmal an. Ne? Nicht so meine Welle, würde ich sagen. Denke. Mach Mädels eigentlich lieber. Ich bin schon so alt geworden, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß das wirklich nicht. Habe ich noch nie gesehen, kann ich mir auch nicht drunter vorstellen. Ja, doch, du musst doch eine Vorahnung haben. Verkleidete Männer? Ja, Männer mit langen Beinen und mit Frauenkleidern. Aber ich würde es nie machen. Du holst dir heute Abend einige Anregungen und überlegst dir das denn noch, ja? Wahrscheinlich, ja. Vielleicht ist das mal irgendwas, irgendwo aufzutreten. Ja, alles klar, danke. Hallo. So tolle Kleider und so eine billige Pocketkamera. 50 Minuten Travestie vom Feinsten standen auf dem Programm und so manch einer wurde schneller Vater, als er wollte. Die First Ladies verstanden es, ihr Publikum in die Show einzubeziehen und sorgten als Verwandlungskünstler für den einen oder anderen Lacher. Viele anwesende Männer wünschen sich an diesem Abend die rasierten Stripperin des letzten Jahres zurück. Doch die First Ladies hatten für jede Zielgruppe etwas im Gepäck. Doch das, wie ich fand, schon an die Grenze des guten Geschmackes ging.